Hallo und herzlich willkommen zurück. What time is it? So ungefähr, vermutlich 2 Wochen später. Naja, für euch ist es ein Tag. Vielleicht auch 2, wenn ich das nicht hingekriegt habe, was hochzuladen. Für mich sind Wochen... Was ist alles? Für mich sind Wochen... Es sind 1 bis 2 Wochen passiert. Mir war einfach nicht danach. Ich hatte andere Sachen gerade... Sei mal zum Spielen. Und war zu sehr abgelenkt davon. Ihr könnt auch richtig erfahren von was. Ich habe mir Stardew Valley geholt und hat mir so Spaß gemacht. Aber irgendwann müssen natürlich auch neue Folgen kommen. Kann ja nicht. Wollte gerade sagen. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Dann, ja, es fehlen Folgen, weil. Es wird sehr schwer zu kämpfen, wenn die Katze mir mitten im Bild steht. Okay. Jetzt kann ich wieder sehen. Oh, ich hoffe, er war zu dem Typen. Gut, das auch zu wissen. Au. Oh, ich bin vorher nicht geschafft abzulenken. Okay, erst. Warte mal. Ich hatte schon Angst. Oh, noch 20.000. Das eine Level da. Ich bin nicht mal fertig. Aber ich muss zugeben, Vendrick stellt sich schwerer als sonst an. Wurde er auch geupgradet? Nein. Wenn ich mich erinnere, ist der Lord dieses... das Bonfire für diesen Lord. Es gibt immer Lords für spezielle Gebiete und... Er ist der Lord von dem, wo wir herkommen. Von dem Bonfire. Ich glaube, er ist generell nur stark und... Irgendwas mache ich falsch, ausnahmsweise. Und normalerweise mache ich ihn viel leichter fertig. Vielleicht lag es auch nur daran, dass ich schon eine Weile, dass ich da schon ein ganzes Stück gespielt hatte. Mal ein bisschen wieder Zeit für mich brauchte. Hatte ich ja, weil ich studiere gerade, so wie es sein soll. Das war nicht geplant. Es ging jetzt sowas von schief. Ich wollte eigentlich nur mehr Platz haben. Oh. Hey. Hey, was geht ab? Mir gefällt's nicht, dass du so mit deinem Ding rumschwingst. Na, ah, ah. Das habe ich kommen sehen. Komm. Oh, das war ja meisterlich. Natürlich springst du zurück. Oh, oh. Ich muss den jetzt schnell besiegen. Meine Nase juckt. Oh, ich hoffe, ich hab's noch drauf. Doch mal kratzen. Ich hoffe, ihr habt es drauf, hier zu kommentieren. Ich glaube, sowas verlernt man nicht so schnell. Nein, nicht derselbe Fehler wie letztens. Derselbe Fehler wie letztens. Ich bräuchte jemand neben mir, der mich anbrüllt, nach der Meinung. Überstürze es nicht. Muss nicht das Ende des Lebens von so einem Gegner genauso kritisch sehen wie das Anfang. Den Anfang. So oder so, selbst wenn es nicht so seltsam wenig plötzlich gewesen wäre, hätte ich nicht gewonnen. Das war mir irgendwie klar, aber irgendwie auch egal. Hätte es mir nicht egal sein sollen. Nicht so schwer? Nee, ich bin gerade noch außerhalb. Ich wirke nämlich irgendwie so langsam. Hey, was ab? Was habe ich denn so erstes? 6 ist es wirklich nur so wenig? Nee, da nicht. Muss aufpassen, hinter mir die Typen. Hahaha. Oh, der eine hat's fast gemerkt. Aber auch nur fast. Und jump. Hier. So, nächster Versuch. Nur noch frisch am Ball. Sieht gut aus. Ich darf es nur nicht wieder überstürzen. Das zum Thema. Das ist überstürzen. Das war der erste Angriff. Der musste so sein. Nur ich hätte besser dazu ausweichen sollen. Hey, what's up? Solche Schläge von oben, die kann ich irgendwie nicht gut abtimen. Weil die dann ewig lange brauchen, bis sie zuschlagen. Oh, ich habe gerade gedrückt.
Bringt mir nicht zu sagen, ich habe zweimal gedrückt bei beiden Situationen, aber... Super Start. Mega Start. Sollte ich rausschneiden. Aber nein, wo bleibt denn der Spaß an Dark Souls, wenn die Leute, die zugucken, nicht die Fails sehen? Hab ich nicht recht. Naja, gibt natürlich auch schon eine Grenze. Weil ich habe schon vorher in diesem... Hab ich überhaupt geguckt, wann ich gestartet habe. Weil irgendwann und heute muss ich ja auch enden. Eben besiegen. Was ist mit der Nachricht los? Deshalb kann ich keinen spawnen. Seht ihr das Cracked Eye-Symbol da oben bei meiner Leiste? Das heißt, ich habe einen Boss besiegt und habe 30 Minuten lang keine Chance, invasiert zu werden. Aber kann auch niemanden beschwören. Das heißt, ich müsste den Effekt auslöschen, um jemanden zu beschwören. Mache ich im nächsten Versuch. Das wird der letzte Versuch so. Vor allem, ich würde es auch irgendwann albern. Weiter und die Attacks. Hahaha, das war knapp. Bitte nicht nochmal. Wow, ich weiß nicht, wie ich den ausweiche, aber... Es sieht wirklich unglaublich aus. Nicht kratzen. Ich glaube, ihr hört das sogar. Oh, come on. Nehme ich auch super ausgewichen. Wir haben jetzt noch ungefähr im Range. Oh, das hätte schief gehen können. Obwohl nicht wirklich. Ich stand direkt hinter ihm und er hat nicht ganz so eine weite Reichweite. Wie man denkt. Nee. Oh. Ist vielleicht doch nicht so gut, die Wahl die ganze Zeit mit meinem starken Angriff zu attackieren, aber ignorieren wir das mal. Oh, einfach normal angreifen. Diese paar Punkte sind es jetzt auch nicht, die nötig sind. Komm. Mal wieder. Aua. Nein, 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 nein. Oh. Der steht mir zu nah am Rand. Das ist fies. Ich kriege keinen einzigen Vorteil, wenn er am Rand steht. So, komm schon. Ganz ruhig und gelassen. Nicht überstürzen. Er hat immer noch voller Leben. Der Kampf hat nicht gerade begonnen, aber ist noch kein Hit gelandet. Behalte diesen Gedanken. Wir waren immer noch nicht beim König. Also dem, der da hinten liegt. Na wohl, ich muss zugeben, da liegt keiner. Da liegt die Rüstung. Dann machen wir halt das danach. Oh, 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 oh. Nicht überstürzen, nicht überstürzen. Ganz ruhig bleiben. Jetzt überstürzen. Yes! So, dann gehen wir mal zu Vendrick. Weil da wir seine Seele jetzt haben, können wir zum finalen Boss. Habe ich alle gehinten? Muss ich überlegen. Erstmal da. Das ist Vendrick vorher. Hey yo. Ah, sieht ja nicht stattlich aus. Groß. Coveter of the throne. I am Vendrick, ruler of Dranglake. As flame rises, so does it fade. Such is the way of things. Do you intend to link the fire? Then you must first take the throne. Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity, and they will be yours. And your wishes. And your wishes. And your... Ja, ja, ein Wishes, Vendrick. Ich glaube, der ist sogar... Yep. Der ist unzerstörbar. Es fehlt. Ah ja, stimmt. Wenn man ihn attackiert, dann wird man automatisch rausgeschmissen. Außerdem würde man in die Richtung hier rennen und man würde jemanden da hinten sehen. Ich glaube, das ist dann sogar Weltstadt in der jungen Version. Er sieht genauso aus wie vorher. Vielleicht ein bisschen kleiner. Wer weiß. Und man kann dann hier langlaufen, wenn man alle drei Kronen hat von den DLCs.
Ich werde da nicht nochmal entlanglaufen. So bescheuert bin ich jetzt nicht. Da warten, was weiß ich, wie viele Leute. Eigentlich die drei Typen und vielleicht auf der Hälfte des Weges die komischen Tanten da. Jetzt muss ich wieder zu Drenlix Gasselle. Hier. Und nun durch das Tor, wo wir den Königsring brauchen. So, erstmal Vorbereitung. Wir brauchen einen Human Effigy. Bam! Komm schon. Und dann nehmen wir den fürs Erste. Das hier statt des Kingsring. Oh, das ist immer noch leicht genug. Interessant. Oh, come on! Was soll das immer wieder? Da schlage ich genauso zu beim zweiten Mal, aber es bringt mir nichts. Gott, die Tür öffnet sich. Okay, nicht der Chlorine Ring, der wird mir nichts bringen. Der Ring of Giants ist super, aber... eben noch so blöd. Die Tür wird sich jetzt jedes Mal öffnen, dazu brauchen wir keinen Ring mehr. Das ist das Gute. Außerdem heile ich mich so, statt mit einem Gem. Ja, Gem kann schon eigentlich hilfreich sein. Oh, irgendwie habe ich Angst auf den nächsten Kampf. Wir kriegen drei Gehilfen. Und die reichen nicht aus. Wenn wir verkacken auf einem bestimmten Punkt oder bestimmten Punkt, dann reicht es. Ja, haben wir so viel. Ja, stimmt. Okay, und wo, ich werde die beiden hier reinpacken. Weil ich die extra, das extra Gewicht brauche. Ich muss diesen Ring tragen. Ich kann ihn nicht tragen. Toll! Was wollen wir hier? Dark Defense. Oh. Genau bei dem Punkt. Kann der einen höheren Switcher-Ring holen? Ich glaube nicht. Kann er was Besseres erzählen? Wir müssen uns mit dem Einfachen klar gehen. Okay. Das hat uns gerade gar nichts gebracht. Schatze. Stellt ihr doch mal absichtlich wie so ein Deko-Objekt vor dem PC. Vor dem Fernseher. Okay. Auf nach Drenlix Castle. Wir sind in Drenlix Castle. Auf zum Thron. Öffne schneller. Öffne ich. Oh, come on. Da war doch keine Ausnahme übrig. Das hätte nicht passieren sollen. Katze, die schaffe ich. Die werden mich nicht aufhalten. Für wen? Für dich. Hi. Was geht? Oh ja, richtig. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name. For I was born with a nun. I was born of dragon by ones who would cozen fate herself. They are the one, but they fail. I did not come out as intent. Fate would not be best. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you, knowing that you will take the throne and link them. She covets the first flame, and the great soul. Put Nashandra to rest. Okay. Habt ihr gehört? Oh, das war jetzt einfach nur, um schneller zu sein. Das hätte mächtig schief gehen können. Knapp. Ein Glück. Oh Gott, da lag es aber noch einiges ein Weg vor uns. Und wie schon erwähnt, ich hoffe, ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Wenn nicht, können wir den Boss jetzt noch nicht besiegen. Dann muss ich auch erst im nächsten Part. Ach nee, mach mir den extra lang. Und die Credits werde ich wieder als extra Part machen, damit die Leute, die sich dafür interessieren... Das war's. Dann werde ich auch mein Fazit bringen. Ich bin nicht gut im Fazit, aber ich probiere es mal. Okay, da habe ich schon was aufleuchten sehen. Wir haben 1 und... Was? 9. Okay, wir haben den Typen, ja. Dann haben wir den mit dem Mondlichtschwert. Bert of Hugo. Und die Nummer 3 fehlt. Ich halte es nicht aus. Wo bleibt der Idiot? Okay, wir müssen nochmal Bescheid sagen. Wir kennen ihn alle. Habe ich jemals geholfen? Für die, die wissen, was ich, wen ich meine.
So, wir müssen jetzt zu zwei Orten gehen. Ich hoffe, ich habe noch so einen blöden Tree Branch of Yore. Wir lachen von denen. Einen, ey. Gut, Zeit für etwas Nebenquest. Wir beginnen mit. Eigentlich dem Viech da, wie komme ich da am besten hin? Muss ich mir jetzt so dahin. Ich versuche hier auch noch fertig zu machen. Au, denke ich. Halt! Ich wollte rennen. Oh, hätte ich den Sprung jetzt geschafft, das wäre bitter gewesen. Weil mir noch nichts gebracht hätte. So, hier. Ich weiß, der hilft uns nicht, diesen dritten zu bekommen. Aber ich weiß, dass man am Ende davon, von dieser Mini-Quest, wow, das war easy, dass man am Ende von dieser Mini-Quest einen weiteren Branch of Yore kriegt. Und den nutzen wir dann bei links. Wo wir anscheinend doch noch nicht waren. So. Uptime. Es gibt eigentlich den, normalerweise nimmt man den Weg drüber. Da gibt es dann zwei Wege. Aber ich nehme gerne diesen Weg. Ah, das war zu spät gesprungen. Ich werde es so machen. Ich werde euch zeigen, was für Energy-Skills ich habe. Nicht viele, aber diesen habe ich. Ich hätte früher abspringen sollen, das auf jeden Fall. Yes! Aufpassen. Verschiedene Zeug einfach. Und der letzte. Du kriegst das doch mit Schwert ab. Einen hohen Stein. Dann haben wir nicht hier links, sondern hier rechts. Etwas Twilling Titanit. Und die Tür. Hört gut zu. Ah, da war's. Das ist Onifex. Yay! Und dann. Thank you for helping me. I am Onifex. Onifex. I owe you some form of thanks. But I have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Thank you. I believe that I can be of assistance. Thank you. Ja. Und mit ihr können wir jetzt handeln. Dazu komme ich dann in den Bonus-Parts. Dann werden wir Ornifex. Dann werde ich euch zeigen, wie ihr zu ihr hinkommt. Und was sie euch bringt. Mal von dem, was ich gesagt habe, dass man Bosse gegen Waffen tauschen kann. So. Jetzt haben wir wieder diesen einen Ast, den ich nutzen kann. Das wäre ein super Sprung. Ich war mir kurz nicht sicher, dass ich einen Sprung. Hahaha. Dann werden wir diesen Typ mal los, weil wir dahinter müssen. Wenn es einen anderen Weg gäbe dahinter, würde ich ihn nehmen. Gibt es aber nicht. Wunderbar. Voll Arsch. Au. Und jetzt kommt das Witziges. Jetzt haben wir einen großen Gegner vor uns. Ja, relativ groß. Aber er ist nicht groß genug, um nicht gebacksteppt zu werden. Geht recht. Oh. Das ist schlecht. Das ist gut. Warum ist mein normaler Angriff stärker als mein Finisher? Mit Blutungsschaden. So, besiegt. Und wir haben seine ganzen Rüstung. Ich glaube, wir haben jetzt sogar die komplette Rüstung. Habe ich mir damals den... Habe ich mir damals den Kopf geholt? Oh, nein. Jetzt nehmen wir eine kleine Abkürzung, weil sie immer hilfreich ist. Und einiges schneller geht als der eigentliche Weg. Au. Seht ihr? Ich weiß nicht, ob man auch ohne springen kann, aber lieber nicht versuchen, bevor wir sterben. Back again. Ah, it is Adenum. Ja, jetzt ist er ganz glücklich und jetzt können wir ihn beschwören. Und er verkauft uns seine Waffen und sein Schild. So habe ich dann mal ein kleines Bild gemacht. Ich habe seine, erstmal gehen wir seine Lebensgeschichte durch und jetzt haben wir auch sein Helm. So, ich habe dann mich so gekleidet wie er, so genannt, und habe dann Leute überrascht. Hab mich dann, wie auch immer dieser Typ heißt, denkt wie Bengal. Und mit natürlich beiden Waffen in der Hand.
Okay, alle Vorbereitungen sind getroffen. Sollten. Ich weiß nicht, ob ich mal jemand Viertes beschwören kann, aber die drei kann ich jetzt beschwören und das reicht auch. Also, aber... ich muss mal den Chat ein bisschen... Oder ich weiche eine Weile aus. Das ist auch eine Möglichkeit. Ah! Ich habe überhaupt keine Lust, gegen den zu kämpfen. Oh, oh, was ein MLG-Jump. Nicht schnell genug. Schneller! Na, come on. Ich hab sowas von keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Mal gucken, wie weit er mir nachdackelt. Weil die haben manchmal schon eine enorme Ausdauer. Na, da hört er auf. Hey! Jump! Also, das macht schon Schaden, weil das ein ziemlich tiefer Jump schon ist. Ich jump aber auch lieber, weil es noch um einiges schneller ist. Seht mal, wie viel Speed ich jetzt drauf habe. Boah, ich hatte gerade kurz eine optische Täuschung, als wäre plötzlich da ein Stück Boden weg. Okay. Jetzt sind wir alle drei. Wir haben Head of Vanguard. Bradley the Old Guard. Und unser Mutter hatte Berdard of Jugo. Formatiert euch, Power Ranger. Nice one. Kommt her. Okay. Bereit für die härtesten Bosskämpfe, die ihr sehen wird? Dann seht euch das hier jetzt hier an. Okay, wir haben den Throne Watcher und den Throne Defender. Das ist der Defender. Das ist der Watcher. Der Watcher hat weniger Leben. Aber ist auch schnell und wird ständig vom Defender versucht geschützt. Ich kann gegen den Watcher alleine klarkommen. Aber zu zweit wird es ziemlich schwierig. Oh, hier warte Schlimmes. Aber Hauptsache in der Nähe bleiben. Gute Entscheidung. Dark Defense, Lightning Defense. Oh, oh. Und man muss vor allem auch beiden ungefähr gleichmäßig Schaden machen. Der trägt übrigens gerade ein Ultra-Großschwert einhändig. Super Typ, der. Weil, warum uns sie gleichzeitig schwächen müssen? Weil es kann sein, dass der eine beginnt dann den anderen wieder zu beleben. Schlecht, schlecht, Abstand nehmen. Schnell was trinken. Wo ist meine Flasche? Oh, und konzentriert sie sich auf mich. Ich will die ganze Zeit, dass sie sich auf mich konzentriert. Und jetzt, wo ich es nicht will, natürlich. Achso. Ich mach's bescheuert, natürlich. Jetzt, wo ich es nicht will, macht sie das. Ich sollte erst den Defender angreifen, damit sie mich attackiert. Kann ja nur so blöd sein. Oh nein, jetzt bin ich mit dem Typen schon wieder romantiert. Den ich verfehlt habe. Au, denke ich. Noch nicht. Ich hasse dich. So sehr. Okay. Und ich war natürlich nicht nah genug an der Tür dran, also dürfen wir jetzt extra warten. Wann habe ich denn angefangen? Ich vermute noch 10 Minuten. Wenigstens die beiden muss ich besiegen. Und ich habe nur noch 9 Versuche. Aber auch ein schlechter Versuch. Zum einen musste ich nochmal auswählen mit der... abbringen. Nee, musste zum einen auswählen, dass ich mal wieder die Estes Flas nehme, warum auch immer ich die Rat nicht hatte. Wo war ich denn? Ich war da. Natürlich, deshalb. Jump! Au! Aber sonst war ich gut vorbereitet. Seltsamerweise, aber nicht ganz. Macht uns so viel Schaden, obwohl ich jetzt die beste Rüstung habe, die geht. Ich hab beste Rüstung, die geht. Jalla. Ich hab von mir aus auch beste Rüstung, wie geht. Da leuchten sie auf. Und erneut, Power Ranger formatieren. Sehen wir uns mal so lange den Weg an, den wir hergekommen sind. Wunderbar.
Wer macht sich die Mühe, diese Höhle auszugraben? Auszuhöhlen, wie auch immer. Ah, danke. Ah. Na, der Schadensreduktion ist eigentlich nicht schlecht. Preuß ist auch nicht schlecht. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Preuß gehabt. Danke. Ich glaube, ich konzentriere mich zuerst auf den, ausnahmsweise. Er braucht nämlich einiges an Schaden am Anfang. Ah, er hat es auf mich abgesehen. Beide haben es natürlich jetzt auf mich abgesehen. Was wird das für ein Defender? Die eine wacht über den Thron, der andere beschützt den Thron. Ja, auch dumm, wenn nicht beide kämpfen könnten. Oh, kannst du jetzt echt mal. So, jetzt wird sie auch. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird sie auf mich zustimmen. Hat sie auch nicht. Wenn man genug Schaden macht, dann kann man jetzt auch einem nicht egal sein. Ich hoffe, das war einer von uns. Oh, er ist an dem Punkt angekommen. Zeit, den einen zu ignorieren und den anderen zu töten. Das war ja super. Okay. Einer ist weg. Nun kommt Nummer 2. Ich sehe nichts. Blöde Reap-Mesh-Mesh-Mesh-Mesh. Ein Zimmer. Aber. Ich wollte gerade sagen, kann da hinten jemand mal was machen? Aber nein, das ist sicher keiner von mir mit einer Blitzwaffe. Oh nein, 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 nicht. Nein, stopp, halt. Nein, halt, 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 halt. Oh, war das knapp. Oh, yeah. Mm. Yes, Zeit fürs Finale. Ich wollte gerade sagen, wie ist Lena und Peter? Aber natürlich ist es noch nicht zu Ende. You have proven yourself to me. Darf ich vorstellen, der Grund für die Nebelwände. Es ist Nashandra. So, sie hat einen besonderen Mund drauf. Man hält sie auf Abstand. Dann sieht man diese kleinen Wisps, die einem auf nervigste Weise Verfluchungsschaden geben. Und einem die Leben nur so runterputzen. Ich glaube, man kann die mit Pfeilen abschießen. Wollen wir jetzt auch mal nicht so babyhaft sein. Oh, hab ich mal erwischt. Gut. So, und dann kann man sie eigentlich in Ruhe angreifen. Sonst hat man mächtig Probleme, weil man immer und immer wieder Leben verliert. Ab und zu erneuert sie die Dinger natürlich. Ich sollte mich heilen. Snook. Oh, nein. Ey, den Move kenne ich. Wo war der nochmal her? Die ist relativ easy, wenn man das Ding mit den Wisps herausgefunden hat. Erst recht, wenn man hier mit drei Leuten kommt. Ob wir das ganze Spiel jetzt noch hinkriegen? Kann es sein? Oh mein Gott, wir haben das geschafft! Woo! Easy! MLG! Woo! Drei extra Runden! Woo! Das soll auf eine Chandra! Ich hab nicht mehr. Huh? One round of poison, another shall to flame. Oh. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do. Now. What? You, conqueror of adversities. Give us your answer.
Oh mein Gott, es ist er. Aber mit einem ordentlichen Unterschied. Er ist unser Feind. Er wäre viel stärker, wenn er aus dem... Ich habe vergessen, was das für ein Angriff ist. Also entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen Abstand nehme. Wie davon kann ich denn aus diesem Angriff raus? Hä, hey, Mann! Das meine ich übrigens. Erinnere ich noch, dass ich gesagt habe? Ich werde es dann einfach in den nächsten Part machen. Wenn ich ab einem bestimmten Punkt sterbe. Sowas ungefähr meine ich. Wenn man auch nur einen einzigen besiegt. Aho. Was machst du da? Danke. Hast du wieder deine Doppelhand? Alter. Das hier wird ein extra langer Part. Weil Scherz jetzt mal beiseite. Das ist wirklich der letzte. Na komm, nicht schon wieder. So, dann nutze ich die Zeit. Hier ein bisschen heilen. Habe ich was gegen Feuer? Oh nein, habe ich nicht. Aha. Aha. Danke, Dude. Er kann überall auftauchen. Feuerring, Feuerring. Flame Quartz Ring. Vielleicht wirklich das dafür aufmachen. Ich muss. Ah. Komm schon, ich war doch auf genügend Abstand. Oh, stimmt, richtig. So funktionierte der Typ. Ich bin am Arsch. Ah, ah. Gut. Ein neuer Start. Jetzt ist er easy. Er ist jetzt noch so schwer gewesen, weil ich hatte nichts mehr. Ich habe alles für zwei Kämpfe oder drei Gegner verschwendet. Benutzt. Verbraucht. Nenn es wie du willst. Aber jetzt kriegt er drei Mann Stärke. Und noch eine volle Ausrüstung ab. Weil jetzt müssen wir... Hone Watcher, Hone Defender, nichts. Die sind weg. Ebenso wenig wie Narshandra. Er ist ganz alleine. Und ich bin zu viel. Oh, sie ist weg. Was seltsam ist. Meine Vermutung ist, sie ist immer so schnell weg, weil... nicht, weil sie den ganzen Weg zurückläuft. Nein. Sie nutzt die Feder. Sie läuft vermutlich hin. Aber... und wird einfach durchgelassen, weil... Dago? Vielleicht ist sie so super stark, hackt ein bisschen und hat One-Hit-Waffen? Wer weiß. Oder sie hat einfach eine so starke Aura als... Ich habe vergessen, was sie ist, aber... Die war immer sehr important. Vermutlich jemand von damals. Vielleicht sogar die hinter den Gittern aus dem ersten Dartsitzteil, die die Flammen verstärkt hat. Ich wollte gerade sagen, wo sind sie denn hin? Kommt her! Das ist kein gutes Geräusch. Egal. Ah, auf Kaiji. Oder auf Sans. So schade, dass er sein Bild nicht mehr hat. Der Witz funktioniert gar nicht mehr so richtig. Warte, genau 70. Oh, genau 70% zählt noch. Cool. Dann quält das Geräusch halt. Okay, was habe ich? Was habe ich denn alles? Heilige Uhren. Oh, dunkle Uhren. Magic Damage. Können wir solche Dinger mal in unserem Inventar? Warum nicht? Okay, ah, okay. Er ist übrigens am schwächsten, wenn er gerade nicht die Flammen hat, also nach einem seiner Angriffe. Das ist Scholar. Aldia, Scholar of the First Sin. Der Namensgeber. Ah, ich bin noch voll ausgewichen. Arschloch. Oh nee, come on. Okay, dann haut hier halt zu. Attacke. Er hat's schon wieder getan.
muss mich um alles kümmern. Naja, wenigstens ums Ablenken nur. Ihr greift zum Glück an. Zeig mal für ein paar heilige Wasseruhren. Aha, ouch. Darf ich mich nochmal umentscheiden deswegen? Oh, come on, nicht schon wieder. Ah. Aha. Get riggedy wrecked. Ah, weg, weg, weg. Spür das. Aha. Nimm den. Ah. Und noch ein hiervon. Easy. Ich brenne. Aha. Clear. Er brennt ein bisschen mehr. Das ist schlecht. Ah, na, wie schmeckt dir das? Werde gelöscht von Heiligkeit. Ah. Das hat gesessen. Aber wir haben noch zwei. Ah, die Flammen sind stärker geworden. Um einiges stärker. Come on, come on. Ey, du hast angegriffen. Wo ist dein? Wo sein? In meiner Nähe. Also auf jeden Fall. Auf die Schulter. Das war ja dumm. Sehr dumm. Au. Na, Abstand halten. Achte mal auf die Musik. Auch der letzte ist bald down. Und ich auch. Ich hab's gewusst, aber er wollte überhaupt nicht mehr rollen. Ups, da ist mit der Kamera jetzt gerade passiert. Egal, ich sagte so oder so. Wenn, dann gibt's nächstes Mal Langfahrt. Der wird besiegt. Und dann gibt's noch nächster Part. Danach können wir mit dem Bonus beginnen, weil ich bin mir so... Ich habe noch nicht nachgezählt, das werde ich nach dem Part hier nach, also den Credits machen. Wir werden mal nachgucken, wie viele Parts im Plus sind wir denn? Natürlich mit genauen mathematischen Berechnungen, was ich heute hochgeladen habe, was ich hochladen muss und wann das Spiel rauskommt. Plus, minus etwas. Nein, minus etwas, weil... Er sagt zum Beispiel, es soll am 12. April rauskommen und ich rechne dann mal nach. Und der dann, Voraus aufnehmen, wie auch immer. Vielleicht wird es auch ein bisschen Leere geben und ich werde mir das einfallen. Und ein bisschen so ein kleines Let's Show oder ähnliches dazwischen machen. Uh-oh. Und die Tür ist diesmal offen. War das wirklich eine gute Idee? Reden lernen? Oh Gott, pass gut auf. Nicht nochmal runterfallen, das ist jetzt, wo ich meine Menschlichkeit versuche wiederherzustellen. Oh, stimmt, da fällt mir gerade was ein. Ist ja so easy. Eigentlich wollte ich hier rennen, aber... Wo sind die Leute gestorben? Sind alle runtergefallen? Wir wollen mir nicht erzählen, dass sie versucht haben, da runterzuspringen. Oh, jetzt jammert der auch noch im Hintergrund. Wie gesagt, bei solchen Sachen bin ich mir nicht sicher. Hört ihr das? Ich bin so jemand, ich checke nicht, ob ich sehe mir noch nicht nicht nochmal den ganzen Part an. Ich sehe mir etwas genauer nochmal an, wenn ich da was schneiden muss. Dann auf jeden Fall. Was sonst? Okay, das lief ja eigentlich gut. Hätte etwas mehr Damage machen müssen, erst recht am Anfang. Haben wir denn noch was? Kann ich solche Dinger nutzen? Nein, nein, nein. Okay. Ich könnte sowas hier nutzen. Ein Brightbug. Ich glaube schon, ja. Nutzen wir mal so einen Brightbug. So ein Bug im Development.
Was der Brightback bringt, ist, man nimmt ihn und wird stärker. Auf Kosten von weniger Seelen. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Der Typ meint, er müsste mir diese Seaton hier verwählen. Ich bin mir sicher, er ist dran schuld. Ulsa, nicht hier! Ich habe ja auch schon die beste Feuerverteidigung. Gut aufpassen und Attacke! Au, ich merke schon. Das lief eigentlich gut. Wo ist er? Da ist er. Ah, zu weit weg. In your face! Und wieder gehen. Die sind etwas lebensmüder, aber denen kann das ja auch egal sein. Was? Ein Sekündchen. Was für ein Sekündchen? Er ruft gar nicht. Sag, sonst kann man nicht schließen. Stoppen oder ähnliches. Cheat Engine nutzen. Ich vertraue mal darauf. Ich werde wohl nicht gleich sterben. Sorry. Na, habt ihr eine schöne Sicht drauf, wie alle anderen fertig gemacht werden? Ich hoffe. Das ist auch in der letzten Sekunde noch zum Ding zu kriegen. Aber haben sie eigentlich gut gelöst. So alleine? Ich meine, normalerweise sind sie nur eine Hilfe. Und das war wirklich erstaunlich von denen. Naja, habt ihr alles nicht ganz so einen spannenden letzten Endkampf gekriegt, aber naja. Hätte auch denken können, dass mich mal hier anruft. Die Uhrzeit. Es gibt nur eine Person, aber das ist schon unbekannt und die hätte eigentlich darin gespeichert sein müssen. Nachdem, was tust du? Oh, da bin ich von dem ausgewichen. Aber geschafft! Welcome, Holy Hunt. I will kill you and remain here patiently. The throne will certainly receive you, but the question remains: what do you want? Tell me. Genau. Light, dark, or something else entirely? Wir haben jetzt die Chance. Gehe zum Thron. Oder verlasse den Thron. Eine Entscheidung. Im nächsten Part. Ha! Weil ich finde, das gehört zu den Credits. Wer jetzt den Endkampf gesehen, so bescheuert der auch war, ey. Es tut mir so leid. Wo kann man Dark Souls auch nicht stoppen? Na, okay, dann ist uns einfach. Trotzdem, so eine generelle Stopptaste für solche Notfälle wäre nützlich. Das Einzige, was ich hätte machen können, ich hätte meine. Nee, ich wäre nicht mal angeschlossen. Ich hätte während dieser Angriff käme meine Engine öffnen müssen, das damit verbinden, und dann irgendwie das Spiel verlangsamen, pausieren oder ähnliches. Ja, bescheuert gewesen, dann hätte ich schon längst den Anruf beendet. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Von Dark Souls 2. Im letzten Part. Bis dann.